Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um Surfen im Pool gehen, dem schweren Komm-Hin-Ziel in der Skate Street. Ich werde dir jetzt hier in dem Video meine Tipps und Tricks zeigen, wie du das Ganze ein bisschen entspannter abschließen kannst, falls du Probleme hast. Und los geht's. So, wie immer in meinen schweren Komm-Hin-Zielen-Videos schauen wir uns als erstes mal an, was zu tun ist. Zweitens werde ich dir den Run dann einmal in der normalen Geschwindigkeit zeigen, schon mal auf ein paar Sachen eingehen. Und zu guter Letzt dann einmal in Slow Motion, wo ich nochmal ganz genau auf die Stellen eingehe, die dir dann vielleicht das Leben hier ein bisschen erleichtern, falls du Probleme hast. Du siehst, Surfen im Pool verbindet dies in der Skate Street, die Gaps Kreis um den Pool, Verlängerungstransfer über die Mauer, Schlüssel zum geheimen Rail-Bereich und Surfen USA zu einer Einzelkombo. Mods müssen natürlich wie bei allen schweren Komm-Hin-Zielen deaktiviert sein. Starten wir jetzt hier mal den Run. Erstmal einmal in Normalgeschwindigkeit. Also die ersten beiden Gaps kannst du hier relativ schnell verbinden. Springst dir einmal rechts an dieses Plakat, an den Wallride. Dann hast du die ersten beiden Gaps schon abgeschlossen. Geht hier ein Stückchen rüber. Musst du ein bisschen den Manual halten. Dann hier einmal in den Grind, den Wallride relativ früh abspringen, damit du hier Surf in USA bekommst. Jetzt hier den Grind auch halten, dann nochmal abspringen, wieder in den Manual und ganz am Ende bekommst du dann hier über die Mauer. Ja, so ist erstmal der Run. Ich werde dir jetzt hier nochmal ganz genau meine Vorgehensweise zeigen. Hier mache ich einmal ganz kurz auf Stopp. Also hier an diesem Birdhouse-Schild musst du vom Skater gesehen relativ weit rechts abspringen. Und dann bekommst du die ersten beiden Gaps. Also mittig oder links reicht dir nichts, Relativ weit rechts, dann führst du den Grind aus, dann den Wallride, wo du dich abstößt. Gehst wieder in den Grind, lässt dich quasi nur einmal runterfallen. Und dann hast du die ersten beiden Gaps schon erledigt. Und dann springst du hier aus dem Pool raus. Ich lasse das Ganze mal laufen. Spring hier hoch. Dann kommt hier der Wallride. Also es ist sehr, sehr gut, da musst du hier nicht um den kompletten Pool oder ähnliches rumgrinden, ist auf jeden Fall eine riesen Erleichterung, wie ich finde. Dann siehst du hier, zack, ich mache einmal auf Stopp, Kreis um den Pool und Verlängerungstransfer, die kriegst du dann beide zusammen, wenn du es hier so machst, wie gesagt, relativ früh an das Schild springen, Wallride, einmal abspringen, dann bleibst du hier eigentlich gar nicht in dem Grind, musst natürlich einmal bestätigen mit Dreieck, springst aber sofort nach links. Und verlässt dann hier den Pool, wenn du so willst, jetzt vom Skater gesehen auf 3 Uhr. Ja, da gehst du dann in den Manual. Schauen wir uns mal einmal an. Bin hier direkt rausgesprungen, nach links, Steuerkreuz nach links. Dann kannst du eigentlich direkt weiterspringen. Gehst in den Manual, ist auch so ganz gut, denke ich, weil du bist dann schön gerade. Kannst hier die Balance eigentlich relativ gut halten. Hier geht es jetzt einmal hoch. Hier musst du natürlich abspringen, sonst hast du nicht genug Speed. Beziehungsweise kommst hier gar nicht hoch. Dann gehst du hier in den Grind. Ich habe es jetzt hier relativ spät gemacht. Kann man natürlich auch ein bisschen eher. Hier mache ich mal einmal wieder ganz kurz auf Stopp. Hier musst du relativ früh in den Wallride gehen, damit du halt oben auf circa 11 Uhr, wenn du ganz oben drauf bist, hier auf dieser Pipe, musst du dann relativ früh ein Stück nach links, um Surfen USA auszulösen. Also es reicht nicht, wenn du hier komplett grindest, einen riesen Wallride machst und irgendwann in der Mitte oder im letzten Drittel dann anfängst zu grinden, dann wird hier Surfen USA nicht ausgelöst. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit hatte ich ein paar kleine Probleme, hier vernünftig das Timing zu finden. Du siehst, ich gehe jetzt schon relativ früh in den Wallride. Hier passt es jetzt ganz gut. Ich hätte sogar noch ein bisschen eher abspringen können in den Manual und dann hier sofort in den Grind. Ja, und nur so löst du dann Surfen USA aus. Also musst du das Ganze schon relativ früh machen hier in den Grind. Und dann kannst du hier natürlich drauf bleiben. Springst einmal rüber. Und da musst du hier ein bisschen aufpassen. Auch hier mache ich nochmal kurz auf Stopp. Ich bin hier einfach immer gerade ausgesprungen. Darf man sich nicht wundern. Dann springt er hier quasi vor den Baum. Du hast aber eigentlich genügend Zeit, dann in den Manual zu gehen. Ist ein bisschen Gewöhnungssache. Sieht auch ein bisschen komisch aus, weil ich einfach nur gerade ausspringe. Wird dann aber von dem Baum so ein bisschen weggefedert, in Anführungsstrichen. Kannst du vernünftig in den Manual gehen. Ganz wichtig natürlich dann X gedrückt halten für ein bisschen mehr Speed. Und dann ist der Rest eigentlich auch schon fast nur noch Formsache. Hier siehst du, hier wird er quasi von dem Baum weggestoßen. Dann hast du es auch nicht wirklich weit. Kannst den Manual hier vernünftig halten. Dann grindest du ein Stück und dann hier einmal über die Mauer. Hier musst du natürlich hochspringen über dieses Mauerstück.
Und dann ist das ganze Thema erledigt, dann hast du es abgeschlossen. Ja, das waren so meine Tipps und Tricks. Ich hoffe, wenn du hier mit dem Springkomm-Hinziel im Skatepark Probleme hattest, dass das ein oder andere Nützliche für dich dabei war, was du mitnehmen kannst, was du vielleicht in deinen Run einbauen kannst. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanalabo am Start, wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.